Ob das im Europadach, ob das im 9. Mai, stelle viel Bürger sich froh, wie geht es weiter? Wie geht es mit Europa weiter? Was kann Europa helfen, für aus der exzeptionellen Krise herauszukommen? Europa war nicht inaktiv. Wir haben an den letzten Wochen eine ganz reine Mesure geholt für die Mitgliedstaaten und am Endeffekt die Bürger, den Unternehmen zu helfen. Finanzielle Moyen als Echt, geholfen, Gesundheitsequipment zu mobilisieren, für das als Echt-Priorität Leben konnte gerettet gehen. Besonders die Arbeitsplätze von Millionen Europäer stehen im Spiel. Und dafür haben wir ein System auf der Webrecht, den wir schon nennen, den hilft besonders den Staaten, Kurzarbeit zu finanzieren. Kurzarbeit heißt, ich behalte meinen Job, ich behalte grosso modo mein Einkommen, ich verliere nicht meinen Arbeitsplatz. Das ist ein wichtiges Zeichen. Nicht nur für die Millionen Leute, die ihren Arbeitsplatz fährten, sondern auch für die Unternehmen. Eine Hoffnung von Unternehmen, die ihr leider an Disposition zu. Das geht nicht durch. Wir brauchen nur einen starken, ambitiösen, voluminösen Recovery-Plan. Ein Plan, für aus dieser Krise gemeinsam alle Guten herauszukommen. Dort schaffen wir. Dort wird viel Moyen gebraucht. Dort muss Solidarität Basis davon sein. So sieht Europa aus. So braucht Albierger ein starkes Europa. Für sich selber und gemeinsam. Merci.